Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die Kampagne von Ägypten erledigt, Gizeh und Seth. Ja, und jetzt haben wir ja die erste Mission von der griechischen Story hier zur Verfügung. Da habe ich natürlich das Team gewechselt, die Olympians. Gucken wir dann auch mal ein letztes Mal rein. Wir haben ja die ganzen Charaktere, da kann ich irgendwie gar nicht rein. Okay. Wir haben Vasilis Orm, Herkules, Prometheus und Hydragen. Ja, die ganzen Waffen, Hüte, Sonderwaffen, Grabsteine und so. Ja, alles schön griechisch hier angelehnt. Und zum Glück können wir dieses Team nehmen. Und nicht, zum Glück müssen wir nicht genau die Pyramid-Sense nehmen. Weil wir mit denen die restliche Kampagne gespielt haben. Finde ich gut, dieses Future. Und ich tue mich die ganze Zeit versprechen. Fangen wir mal an. Griechisch. Was führen diese Trojaner im Schilde? Die unverschämten Bande versuchte, unsere Königin Helena zu rauben. Und der junge, arrogante Prinz Paris ist der Anführer der Trojaner. Wenn sie die Trojaner nicht davon abhalten können, die Königin zu entführen, blüht ganz schön viel Ärger. Und zwar in der ersten Mission. Entführt! Dann mal los. Ach, das griechische Intro. Boah, ist die ganze Zeit irgendwie am Stottern. Aber nicht in der Aufnahme, allgemein das Spiel. Hey. Was? Sehr schön. Hey. Hast du das gesehen? Oh nein, nicht auf Zeus, Mann. Sehr schön. Irgendwie sind die Videos irgendwie ein bisschen asynchron, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht daran, weil das Spiel schon ein bisschen alt ist. Also alt im Sinne von, das liegt schon eine ganze Weile bei mir herum. Aber naja. So, die erste griechische Mission. Willkommen in Sparta, im schönen Griechenland. Ah, schön. Ist das nicht ein hübsches Fleckchen Erde? Oh, da sehe ich schon eine Festung. Das ideale Ziel für eine Pauschalreise. Pauschalreise, meine ich. Pauschalreise. Lass mich ran, wir fangen da unten an, ne? Wie auch immer, das hier ist Prinz Paris. Oh. Obertrojaner und Bösewicht dieser Geschichte. Er versucht, die Gemahlin des Königs zu entführen. Nicht, wenn wir damit ein Wörtchen mitzureden haben. Mitten in die Fresse. Hoho, diese Faust. Diese gemeine Halunke. Den schnappen wir uns. Er hat sie in dieses Türmchen hier eingekerkert. Sie müssen sie befreien, indem sie die Türme zerstören. Okay. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht gleich machen. Er wird sie ihn wahrscheinlich nicht gleich machen, meine ich natürlich. Ja, sind ein paar Minen, aber pff. Denken Sie daran. Bleiben Sie am Leben, zerstören Sie die Türme und befreien Sie Helena. Hoffentlich bin ich nicht alleine, das wird mich ankotzen. Die ganze Truppe muss schon dabei sein. Ihre Ziele. Sie müssen um jeden Preis überleben. Verhindern Sie, dass Helena entführt wird. Sie müssen alle Gegner besiegen. Befreien Sie Helena, indem Sie einen der Türme zerstören. Okay. Unsere ganze Truppe ist, glaube ich, dabei. Oder auch nicht. Ich habe nur drei jetzt gerade gezählt. Nein. Ich muss wahrscheinlich erstmal gucken, ob ich irgendwo einen Turm auffinden kann. Da im Brunnen. Okay, mein Controller macht mir jetzt zu schaffen gerade. So, viermal Türme, okay. Los. Die Gebäude ändern sich natürlich auch jetzt, je nachdem, welche Epoche wir gerade spielen. Ich glaube, ich noch nicht erwähnen, ne?
So, Hauptsache erstmal was bauen. Komm schon. Nein. Hilfe. Boah. Oh man, wenigstens haben wir einen Turm gebaut. So, jetzt als mein Controller. Ja, mein rechter Analogstick, der ist die ganze Zeit am rechts schwenken. Wir haben mich schon gefragt, irgendwie, wenn wir eine neue Story anfangen, also eine neue... Oh nein. Aber wir sind doch vier, okay. Wenn wir eine neue Story von irgendeiner anderen Kampagne anfangen, das werden wieder so von null anfangen, so. So mit den Grundkenntnissen, aber jetzt, ja, das wird jetzt genauso schwierig sein wie die letzten Kapitel. Macht ja irgendwie Sinn, ne? Okay, der da vorne kommt wahrscheinlich nicht als nächstes ran, ne? Ich habe wieder diese Kackdinger hier. So, kann ich da hinten den erledigen? Ich würde gerne da hinten das Ding kaputt hauen. Haha, jawohl. Und dann kommt wahrscheinlich als nächstes dran, ne? Zack! Aber sehr gut. Jetzt einfach verstecken irgendwo. Ist der eine da oben tot? Nee. Wie nee? Der hat nur 9 KP abgezogen bekommen. Ich sehe gerade, da liegt ein Turm einfach so rum. Ich glaube, wenn man neben dem baut, dann gehört er dem eigenen Team, oder? Oh nee! Boah, kannst du es wagen? Da war ein direkter Treffer, der hat nur 8 abgezogen. Okay. Die Olympians machen sich bereit. Boah, in den Wehtun, mitten in die Fresse. Den einen werde ich ja wohl irgendwie kaputt kriegen. Am besten nochmal mit so einer Balliste oder so. So. Ja. Jetzt könnte ich da so 2 Türme eben bauen, damit ich irgendwie, weiß ich nicht, sichern kann, dass... Naja, wisst schon. Ach, ich habe unendlich mal, sehr gut. Da komm erstmal du. Willst du mich verarschen? So, der hat gesessen. Nein, dahinter. Und ja, auch da zieht nur 15 ab. Der Gegner ist geschwächt. Ich nehme an, wir können das Ding nicht einfach so mal durch Glückstreffer irgendwie kaputt hauen. Frage ist nur, wie soll ich denn da hochkommen mit den ganzen Türmen? Das habe ich noch nie im Leben. Ich habe da nur einen jetzt, glaube ich, übrig. Ja, die gehen wahrscheinlich... Au. Okay, habe ich den schon gespielt, den Herkules? Jetzt würde ich mit dem nämlich gerne die Dingens hier einsammeln. Aber ich glaube schon. Verdammt! Ich gerne hier dieses Heildingen einsammeln, was irgendwo da ist. Was ich gerade gesehen habe. So, die Frage ist jetzt: Soll ich da hinbauen oder mich hier so absichern, falls das Ding zerstört? Blöde ist, das eine Ding muss ja nur zerstört werden und dann ist das weg. Also, bringt das nicht so viel. So, ich versuche nochmal mein Glück hier mit den Dingern. Bist du so, wie viel hat er abgezogen? Sieht man das? Ja, super, schieß einfach noch mal drauf. So. Nein. Ich glaube, wir sollten mal versuchen, hier hoch zu gehen. Ja, ne? Ich gehe mit irgendjemand da hinten hin. Um für Ablenkung zu sorgen. Hat das Schiff Augen? Also unser Schiff da? Nein, wo gehst du hin? Wer holt sich die Waffenkiste, ey? Du hast die Waffenkiste, oder?
Nein, du Pisser, auf damit. Ich wollte die eigentlich nur so mitnehmen. Aber darf ich jetzt nicht mehr. Ach, als ob das trifft. Willst du mich auf den Arm nehmen? Was ist denn da für eine Zielgenauigkeit? Oh. Ich glaube, hier Türme und so zu bauen bringt es nicht so. Von den Grad heilen, Mann. Irgendwo da ist was. Oh. Och Mann. Mach ich den nächsten Zug dich platt. Ja, ich beeile mich doch, Mann. So, ja. Mann, war knapp. Jetzt irgendwo dahinter, irgendwo dahinter. Jawohl. Du musst lieber hinter den Mauern hier verschanzen. Wie viele sind da noch? Ja, ja. Ich kann einfach mal versuchen, da hochzugehen, die Türme kaputt zu machen. Ich kann sowieso nichts machen. Nein, nein, nein. Ey! Boah, die Möwen, die gehen voll ab. Was ist das für eine Kack-Treffergenauigkeit, was die an den Tag legen? Ja, weil ich kann ja nichts mehr machen, so türmemäßig. Wo sind hier noch irgendwo welche? Eine Waffenkiste. Ich gehe jetzt da hoch. Ich gehe jetzt da hoch und tritt in den Hintern. Stürmen wir einfach da hier die Mauer und was weiß ich. Liebste Prinzessin oder Helena. Ja, wo ist hier der eine Typ noch? Oder Helen, okay. Er war ja voll daneben, danke. Warum geben die mir so wenig Türme, Mann? Bringt noch gar nichts. Ja, für die kleinen Leute hier, aber trotzdem. Wir sind aber auch noch übrig. Zwei, drei sind übrig. Oh nein, der trifft da so, ne? Alter! Was ist das für eine Treffgenauigkeit, was die haben? Das ist nicht normal. So, jetzt muss ich mit dem aber das Leben da holen, sonst war's das. Jetzt, wenn ich mich irgendwo hin verstecke, ey, die treffen mich sowieso. Du Pisser, du. So. Einfach Leben da holen. Wissen wir, verschanzen uns einfach irgendwie hier. Erstmal die Waffenkiste, die ist glaube ich ein bisschen wichtiger. Na, ich verstecke mich hier. Erstmal. Ihr könnt mich doch unmöglich treffen, oder? Was macht er als nächstes? Nein, er geht jetzt nicht zum Kollegen, oder? Er sieht noch nicht mal. Vasilis, ey. Alter!
Das ist schon ein bisschen geschieht. Ey. Das ist schon ein ganz klein bisschen gescheatet, was die ja machen. Hier, was ich versucht, du hier noch irgendwas zu reißen. Ist der eine Typ hier da oben? Versuchen wir es mal, obwohl es überhaupt nichts bringen wird. Jetzt habe ich da volle Möhre, Helen. Jetzt war ja. Sehr schön getroffen, danke. Er steht sogar echt noch da drauf. Wo ist er? Den kriege ich. Dings ist jetzt als nächstes dran, ja. Ich glaube, Herr Kuhle ist. Ne, Prometheus. Prometheus, wenn der den trifft, ne? Danke. Oh mein Gott. Das wird jetzt wehtun. Das garantiere ich dir. Und tschüss. So, das hat den getötet. Ja, okay, ich habe jetzt auch ein bisschen Schaden bekommen, egal. Boah, brenne. Oh, brenne in den Feuern der Hölle. Oh, oh, prächtig. Sehr schön. Ground Drop wurde vernichtet. Ja, das trifft es perfekt. Sehr schön. Stellt er sich da so in den Turm oder was? Nee. Ja, jetzt, er kann den echt benutzen. Ja, viel Glück. Echt jetzt? Was ist das? Ey. Natürlich trifft er. Natürlich tötet er ihn beinahe. Boah, das gibt Rache. Nachdem der die Waffenkiste geholt hat, kriegt er jetzt erstmal eins aufs Maul. So, muss schon sagen, irgendwie muss ich die Kamera mal drehen. Wo denn? Wie? Hä? Hä? Oh, ich sehe schon. Ja, super. Wenn er jetzt irgendein Dreck ist, ne? Ich Dreck. Ich bin verletzt. Ich habe mich selbst getötet. Oh mein Gott. Ah. Er hat zum Abschied gewunken. Weil sich die Kugel gegeben hat, ey, leck mich. Wer sind jetzt noch alles am Leben? Prometheus und Basilis. Wir würden beide noch einen Schlag überleben, ja, 93. Alter! Wo soll ich mich denn verstecken? Ich werde überall getroffen. Na warte, jetzt habe ich eine Idee. Wie jetzt? Wie eine Schutzburg? Ich kann keine Schutzburg bauen, ey. Was ist das? Ja, die sind da. Ah, die sind da. Warte, ich komme jetzt auch da hoch. Und jetzt mit Bazookas die Türme wegballern oder was? Ja, kann ja was werden. Dauert ja nur 10 Stunden wahrscheinlich. Willst du mich auf den Arm nehmen? Hat einen Schuss gebraucht. Aber jetzt soll ich die Gegend. Aua. Stimmt, die Dinger explodieren, ja. Au. Ja, super. Jetzt muss ich die auch noch erledigen. Oh, wer?
Wenn ihr zieht doch mal auf meine Türme, verdammt. Boah, er trifft die so oder so, ne? Ey, das ist nicht normal. Nein, wie kannst du es wagen? Das ist doch nicht mehr normal, was die machen. Was? Ey, das gesamte Spiel verbindet sich ja gegen mich, ey. Wieso? Oh nein, nein. Du siehst den nicht, du siehst den nicht. Hauptgefahr ist hier. Obwohl, geh näher an eine Klippe ran, dann kann ich dich da runter feuerfausten. Oh weh, du schießt jetzt auf Helene. Boah, ich muss da weg. Alter, das ist doch nicht mal normal, was die hier machen. Wie, jeder Schuss ein Treffer, oder wie? Oh, warte. Ich habe schon mal von der Entfernung daneben getroffen, ich muss aufpassen. Wem sieht sowieso aus? Okay, das reicht, sehr gut. Wir sind am verdammten anderen Ende der Karte. Wenn er uns von da aus immer noch trifft, ne? Okay, der war nicht hart genug. Ja, klar, war er nicht hart. Los, komm ein bisschen höher. Das ist nämlich nicht auf den Arm. Du triffst niemanden von da aus. Du kannst doch nie im Leben von da aus treffen. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ey, was ist das für eine... Das sind die besten Schützen im gesamten Universum. Wie soll ich denn gegen so eine Übermacht gewinnen? Ey, zehnmal besser als jeder Profischütze in Call of Duty. Was soll ich denn dagegen ausrichten, ey? Ich treffe ja noch nicht mal meine Gegner mit einer Granate, die ich vor der Nase irgendwie ablege. Er gibt dann schon ein bisschen zu denken. So, wer ist denn das überhaupt jetzt hier? So, du oder ich. Ich wäre dafür, wenn ich derjenige bin. Du oder ich. Du oder ich. Bams. Und weg ist er. Sehr schön. Hab's irgendwie geschafft. Hätte er, glaube ich, ein bisschen schneller gehen können. Grund Grant. Ach je. Enemy Army hat sich verdünnisiert. Ah, schauen Sie, es ist Prinz Paris. Nein, er entführt Helena trotzdem. Wie kann er es wagen? Oh je, wohin werden sie wohl gehen? Vielleicht nach Troja? Das bedeutet Krieg! Die schnappen wir uns. Ja, erste Mission, alles hätte nicht schlimmer laufen können, ne? Aber wir haben gewonnen. Und ich sehe ich da jetzt gerade richtig, ich habe eine Goldtrophäe dafür bekommen. Was zum Teufel? Nach was werden die Trophäen hier vergeben? Wie? Na gut, dann würde ich aber sagen, ja. Völlig verdient bekommen. Und die nächste Mission machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts Unterbelagerung. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.